großen Schluck rechts ewig nicht. Ich glaube, sie sind recht lang. Daniel. Ja, er wurde. Oh, Entschuldigung. Daniel. Ich meine, freut sich nicht, oder? Daniel, talk to me! Daniel! Talk to me! Was? Habe ich gerade vor lauter Freude geschrien? Oh, hoppala! Oh. Oh. No way, not now! Daniel! Oh Gott, ich dachte, ich lebe mir die Spiel weg. Ich wollte gerade sagen, was passiert jetzt, ja. Who are you? Did you shoot my brother? Ja, natürlich passiert doch was. Nein, Luna, ich bin nicht schwarz. Oh nein. I told you it was a fucking kid. Get off of me! Get off of me! Well, Daniel! Is he? He's my brother! He's okay. Bullet just grazed him. Let me go! Do not move if you want to keep that arm. Comprende? Keep an eye on the wall. These fuckers blew it up so their friends can cross. Vor allem in die Luft gejagt! Da ist doch nicht. Man sieht doch nicht mal, dass der irgendwo in die Luft gejagt wurde! Klar! Weiß ja noch nicht bei Spuren von irgendwas, aber ey, wegsprengt! Klar, logisch! We're Americans! Americans, damn it! Now it's not legal to blow up walls. Ich habe. Sag mal. That's called terrorism. Klar, wenn sich was so wegbiegt, weggesprengt. Man sieht doch nicht bei irgendeinem Schaden. Listen, it's a long story, but we really are trying to get out of here. You can fucking skateboard across the border 10 miles away. So tell me the plan. You're not cops. You can't arrest us. No, but we work with them. And they sure appreciate our help. Looks like no one's coming for now. Anyway, don't waste your energy. I bet the Border Patrol has a big plan for you, mister. Madison, come on. We have to deal with this kid. No, still bleeding. Don't touch him. Get off. Yay! Und da kommt die Polizei. Weißt du, statt dass sie direkt über diese Grenze gehen und in Sicherheit werden. Nein, sie wollen ihr scheiß Auto holen. Get it up. Ich hab für dieses Spiel so furchtbar. Es ist so unglücklich. Wenn es dann hat, wenn die scheiß auf und kann rübergehen. Und man geht nicht rüber. Man will noch ein scheiß Auto holen. Hätten sie das Auto nicht vorfahren können vorher schon? Nein, wir gucken uns erst mal die Mauer an. Come on, man. Do what the officer says. Ja, aber. Fuck. Dann holt man doch das Auto zumindest schon mal. Officer, parkst doch nicht 3 Kilometer weiter weg. Es sei denn, man will es wegsprengen, die Mauer, aber. Da war ja keine Sprenggefahr. Also, rein theoretisch. Dann fährt man doch das Auto bis da vorne hin. Okay. Oder beeilt sich zumindest. Wären ein paar Minuten schneller gewesen. Nein, die starren da noch durch. Take a breath. Weil sie bleiben jetzt mal noch eine halbe Stunde vor dem Ding stehen und. You okay, oh, now? Da ist Mexiko. Ja, das ist jetzt unsere neue Heimat. Ja, das ist schön. Das sieht gut aus. What? So viele Vorräte waren das jetzt Sean? Auch nicht. Sean Diaz? Nein. Rufus? You're under arrest. Rufus Schmidt? Mein Name ist Rufus. Nicht Sean. Rufus. Rufus Schmidt. Oder Harald. Ich bin durch. Lass mich Arzt. Oh. Nee, nicht bei Fuß. Masuna, nicht bei Fuß. Ach, die beiden wurden auch gefangen, oder was? Schnurrberto. Don't look at me. Er heißt Schnurrberto. Was ist das? Sie. Was, Masuna? Was? Ich kann keine anderen Sprachen. Was willst du?
Yo sí, mi esposa Carla. Y este frijolito de aquí es Ángel. Oh, Ángela. Encantado. Soy Sean. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Han visto un niño de 10 años? Es mi hermanito. Nos separaron. Leute, was wollt ihr? Ich kann kein Ausländisch. Er kann keine Sprachen. Si fuera grave, una ambulancia ya habría venido a buscarlo. Si lo dejaron aquí, quiere decir. Ja, natürlich heißt es das, was du meinst. Klar. Amigo. Aquí no hacen daño a los niños. Woher soll ich das wissen? Hat kein Spanisch in der Schule. Durfte keine anderen Fremdsprachen haben. Ich war zu schlecht für Englisch, also durfte ich keine andere. War tatsächlich die Begründung. Meine Noten in Englisch waren so schlecht, dass ich keine anderen Sprachen lernen durfte. Habe, glaube ich, gedacht, wenn ich die eine Sprache nicht kann, dann kann ich auch alle anderen Sprachen nicht. Mach das, Luna. Kann nur fluchen auf verschiedenen Sprachen. Also wie Frisches. Seriously. Why are you doing this? What's your problem? Doing what? You shot my 10-year-old brother. Ich bin schon mit Deutsch überfordert. Ja, ich auch. Ich auch. Mr. Grace. The falls were not. Oh, Deutsch geht ja wenigstens noch. Oh, you don't have to talk to him, Dad. Mit Englisch bin ich überfordert. Saben cuánto. Ich kann zumindest nicht auf Englisch antworten. Nos van a dejar aquí. No. Esta es la primera vez que intentan cruzar. Me acuerdo de nuestra primera vez. Das war uns so schlecht. Ich auch keine anderen Sprachen lernen. Oh, da ist er besser drin. Gut, dass die Übersetzung daneben steht. Wir sind nicht illegal hier. Wir versuchen, Mexiko zu erreichen. Ja, hier. In realidad, queremos llegar a México. A México? No mames. Pero, ¿por qué? Entonces son gringos. Sí, nacimos aquí, pero ahora tenemos que irnos. Todos estamos escapando de algo. Es la tercera vez que intentamos cruzar la frontera. ¿Por qué necesitan cruzar tan... Ja, das wird oft gesagt, das Komische ist, irgendwie funktioniert das nicht. No podemos soportar la inseguridad ni la miseria. Vielleicht bin ich auch einfach zu unaufmerksam. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich Englisch nicht auf die Reihe kriege. Cuando mi hermano fue secuestrado y asesinado por una pandilla, nos fuimos. Si hubiésemos podido quedarnos, nos habríamos quedado en nuestro pueblo. Eso es lo que te dijo, nos entraste directamente en el tag. Uy. Una vida mejor a nuestro hijo o hija. Pero, ich habe gerade no eben gar nicht zugehört bei dem. La solución más fácil, escaparse de sus. Vielleicht ist das der Grund, bei fremden Sprachen schalte ich sofort ab. Quedarse y afrontarlos. Vielleicht ist es mein innerer Monk, dass ich einfach keine fremde Sprache sprechen will. Ustedes, tú, más que nadie, ich weiß auch nicht, wie hier. Que no hay nada fácil. Ich glaube, das Einzige, was ich mir in einer anderen Sprache mit deutschem Untertitel anhören kann, ist tatsächlich Koreanisch oder Japanisch. Das sind die einzigen zwei Sprachen, wo ich tatsächlich mehrere Stunden vom Fernseher oder vom PC sitzen kann und sagen kann, yo, das tue ich gerne. Bei Englisch schalte ich direkt ab. Nein, da wieder raus. Vielleicht hilft es ja, wenn wir dann ein paar Tage in Schottland sind. Dann lerne ich da ja Englisch. Da muss ich dann Englisch sprechen. Es geht dann kein Weg mehr dran vorbei. Wahrscheinlich schreibe ich mir eh erstmal alles auf, was ich brauche. Und am Ende lasse ich nur Frisches reden. Ich ahne schon, worauf es hinausläuft. Ja, die reden aber Englisch, da aber kein Schottisch. Also, hauptsächlich Englisch. Von daher. Die reden ja trotzdem Englisch. Klar, wird auf Schottisch geredet, aber ist das Englisch?
wird doch schwierig, damit wir verstehen, weil wir ja einen anderen Dialekt haben. Eine andere Betonung. Vielleicht, wenn du ein Kind hast, das zur Schule geht, das Englisch nochmal lernst. Ich glaube nicht mal dann, Iron. Ich glaube nicht mal dann. Also ich muss sagen, meine Mutter konnte auch kein Wort Englisch. Sie konnte mir bei Englisch nicht helfen. Mein Großvater auch. 3 Kinder, dann nur Enkelkind, war mit den Hausaufgaben überfordert, hat meine Großmutter übernommen. Wird dann wahrscheinlich bei mir auch so sein. Frisches übernimmt das Englisch, wahrscheinlich Mathe. Bei mir sind es dann wahrscheinlich Fächer wie Geschichte, Physik und sowas. Wo ich dann wahrscheinlich sitze und helfe. Es sei denn, Vokabeln lernen kriege ich auch noch. Und Grundschulmathe würde ich wahrscheinlich auch noch hinkriegen. So alles ab 5., 6. Klasse aufwärts. Ich glaube, ich sollte mehr zur Schule gehen. Wobei, das hat auch nicht mehr... Ich glaube, das Kind ist im Boden gefallen. Schöne Formeln, ja. Selbst die Leute, die Englisch Muttersprache haben, verstehen das nicht. Das kommt drauf an. Aber es wird halt ja auch viel Englisch geredet. Unsere Englischlehrerin war ja damals sehr, sehr viel in Schottland. Also klar wird auch Schottisch geredet, wie gesagt. Es wird auch sehr, sehr viel Englisch. Ist ja genauso wie in Irland. Wird auch Englisch geredet. Viel Spaß im Lack. Wir wechseln die Schule ab, wir können dir sonst nicht helfen. Ohne Witz mal so, ne? Bei meinem Großvater war der erste Satz, als ich in die 6. Klasse kam. So, ab hier an kann ich dir nicht mehr helfen. Ich sitze zwar noch bei deinen Hausaufgaben dabei, aber ich kann dir nicht mehr helfen. Das war ohne Witz, das war sein Satz. Ich dachte so, danke Opa, danke. Beste 6. Klasse mit Mathe durchgeboxt und danach hat er keinen Plan mehr, weil wir ganz anderes Mathe hatten als in seiner Zeit. Inklusive andere Formeln. Der hat es dann tatsächlich meine Großmutter übernommen. Beziehungsweise, das Witzige war dann noch, manche Sachen in Mathe habe ich dann meinem Großvater erklärt, war auch richtig. Die Hausaufgaben waren am Ende richtig. Problem, in der Klausur habe ich es verkackt. Obwohl ich sie in den Hausaufgaben immer richtig hatte. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Jetzt. No sé, creo que soy un poco pessimista en el camino. Bei Tests no und bei Prüfung war es dann halt alles wieder weg. Cuando eres extranjero. Will ich gerade ja auch nochmal die Schule mit Kind durchmachen. Ey, wurde ganz sechs gearbeitet gibt, ja. Sie funktioniert. Oh shit. Mm. Wie gesagt, meine Eltern waren auch froh. Ich hatte ja auch Ganztagsschule. We speak English. Und wir hatten halt also extra Stunden, wo dann die Hausaufgaben und alles nochmal erklärt wurde, was man im Unterricht hatte. Das heißt, ich hatte tatsächlich Glück. Die Schule war zwar scheiße, aber mit den Stunden, wo dann nochmal alles durchgegangen wurde, war das eigentlich ganz in Ordnung. Ich glaube, ich war halt nur in diesen Stunden immer die Einzige, die was gemacht hat. Ohne Witz, ich war halt so die übelste Streberin. Saß da halt die ganze Zeit, hab meine Aufgaben gemacht und fertig. Alle anderen haben die Stunde zum Spielen oder so genutzt. Oder um irgendwas kaputt zu machen. That's what you people always say. But the facts speak for themselves. You hunt us like... Ach, das geht auf Zeit. Ich war noch am Überlegen, was ich nehme. I want the safest country for my children. Ich lass sie erstmal reden. See, you love your family like us. We don't go walking hundreds of miles in the desert and risking everything for no reason. We do it for our child. Wir haben Kunst immer Pokémon getauscht. Ohne Witz, ich habe nie Scheiße gebaut im Unterricht. Ich habe nie Scheiße gebaut. Ich war viel zu artig. Oh, see? There you go. Take it easy. Siéntate, Diego. Solo vas a empeorar las cosas para ustedes. Tienes razón, amor. No vale la pena. Whether you people lack it or not, we're not gonna give you a break. You're in jail too. Loser. Mich?
Hättest du echt du bist echt so eingeschätzt? Nicht, ich war tatsächlich, sagen wir mal so, ich war Streberin, die nichts wusste. Ich habe immer meine Sachen ordentlich gemacht, habe immer Hausaufgaben gehabt oder gemacht, aber ich wusste nichts. Ich bin doof im Kopf. Aber ich habe immer brav meine Sachen gemacht. Ich habe immer meine Sachen gemacht, habe aber... Ich weiß gar nicht. Ich habe auch den Unterricht geschwänzt. Ich habe ab und zu aber auch den Unterricht geschwänzt. Muss ich dazu sagen. Ich habe zwar in den... Wenn ich da war, war ich immer fleißig, immer gut. Da hatte ich tatsächlich eine weiße Liste. Aber ich habe auch mal Unterricht und so wegfallen lassen. Wo ist mein Bruder? Er ist gut für einen Kind, der von einem Bullet lost some blood. But he's tough. They're taking care of him at the infirmary. You want coffee? Ich überlege gerade, ob es ein Fach gab. Ja, okay. Gut, Sport. Good. Es war aber halt kein right Fach. Back. Aber da habe ich mich auch nicht daneben benommen. Da habe ich halt einfach nur durchgehenden Ausreden gefunden, wo ich nie mitmachen kann. What did they do with Daniel? Ich glaube, es gab auch dann mal Zeiten, wo ich einfach eine Stunde auf dem Klo war. Mich hat eh keiner vermisst. Und ich glaube, bei einer Schulaktion habe ich aber mitgemacht, wo wir irgendwas kaputt gemacht haben. Ich weiß noch nicht mehr, bei was das war, aber unsere Klasse war echt schlimm. Das habe ich tatsächlich nie mitgemacht. Wir haben nämlich zum Beispiel Türen kaputt gemacht. Ich glaube, die Klasse hatte zwei, ich glaube, es waren zwei Deutschlehrer, rausgemobbt. Da habe ich auch nicht mitgemacht, weil es waren tatsächlich zwei meiner Lieblingslehrer. Wir sind aufs Dach geklettert. Habe ich auch nicht mitgemacht, weil Höhenangst. Also ich glaube, ich habe da noch nicht mehr was von mitgekriegt. Für eine Sache habe ich Ärger gekriegt, dafür konnte ich aber noch nicht mehr was. Da waren zwei Schüler aus der Klasse und ich. Wir wollten halt noch was vor der Pause aus dem Klassenraum holen. Und wir wurden dann in der Klasse eingesperrt. Weil scheinbar nicht mehr nachgeguckt wurde, ob wir drin waren. Wir haben tatsächlich Nachsitzen gekriegt für etwas, was wir gar nicht gemacht hatten. Weil wir hatten die Lehrer gefragt, ja, dürfen wir kurz im Klassenraum nochmal was rausholen? Ja, dürfte machen. So, wir schnell hoch und irgendeine andere Lehrerin hat uns eingesperrt. Weil die Lehrerin uns eingesperrt hat und wir dann halt im Klassenraum waren, haben wir halt die Arschkarte gekriegt. Ich weiß nicht, warum man da bestraft wird, aber naja. Wir waren eine komische Schule. War eine sehr, sehr komische Schule. War immer Lehrerliebling. Habe aber fast nie Hausaufgaben dabei. War immer pünktlich und höflich und habe Unterricht mitgemacht. Bis an der Schule, in dem Moment, wo ich 18 wurde, die Schule nie wieder gesehen. Also ich habe im Unterricht mitgemacht nichts, also zumindest die mündliche Beteiligung. Aber ich habe zum Beispiel immer mitgeschrieben, habe Hausaufgaben gemacht. Ja. Rede über die harten Sachen. Hausaufgabe in der Pause kopiert, Unterschriften unter Proben gefälscht in der Ecke. Geraucht habe ich zum Beispiel gar nicht. In der Pause kopieren durften wir tatsächlich. Gab halt einen öffentlichen Kopierer, da durften wir ran. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe einmal versucht, die Unterschrift zu fälschen von meiner Mutter. Ein einziges Mal. Ich weiß aber nicht, ob ich es tatsächlich dann letzten Endes abgegeben habe. Oder nicht. Ich glaube, ich habe es tatsächlich nicht abgegeben mit der Lehrerin. Ich glaube nicht. Ich weiß, dass ich sehr oft Projektwoche geschwänzt hatte. Also Projektwoche hatte ich sehr, sehr oft geschwänzt. Und das eine Mal, da kam dann sogar der Lehrer zu mir nach Hause. Und hat dann geklingelt. Ich habe dann schnell die Klingel ausgemacht. Das Problem war halt, meine Mutter war zu Hause zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, sie hat das aber nicht mitgekriegt. Oder vielleicht hat sie es mitgekriegt, aber war gnädig mir gegenüber.
Und ich hatte dann halt mein Fenster aufgemacht und dann Lea meinte nur so, ja, ich wollte dir nur die Blätter geben und Unterlagen fragen, wie es dir geht. Und ich musste dann halt erstmal so tun, so, ja, mir geht's furchtbar schlecht. So, ja, ich weiß noch nicht, wann ich wieder zur Schule kommen kann und die Projektwoche mitmachen kann. Oh Gott, das ist eigentlich war es so lächerlich. Er hätte mir eigentlich einfach sagen können, so, ja, du, ich weiß, dass du lügst, bitte mitkommen. Oder, ne, lass mich mal rein, deine Mutter und so, bitte mal mitsprechen. Es kam aber nie was. Es kam tatsächlich, ohne Witz, es kam nie was. Ich habe dafür keinen Ärger gekriegt. Weder von meiner Mutter noch vom Lehrer. Vielleicht, weil der Lehrer wusste, wieso, weshalb, warum. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass er es geglaubt hat. Ohne Witz, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das geglaubt hat. Niemals. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber von meiner Mutter habe ich keinen Ärger gekriegt. Aber auch da weiß ich nicht, ob sie das mitgekriegt hat. Die war halt im Nebenraum eigentlich. Die hätte es eigentlich mitkriegen müssen. Also, ja. Naja. Die Schulzeit war halt auch einfach nicht meins. Wie gesagt, die 10. Klasse. 10. Klasse war ich ohne Witz tatsächlich Musterschülerin. Also, nicht von den Noten her, aber ich habe tatsächlich, ich glaube, so artig war ich noch nie in meinem Leben. Also, so artig war ich, glaube ich, noch nie. 10. Klasse lief aber auch soweit alles super. Wir haben einmal 26 Dosen Deo im Klassenraum versprüht und sind dann durch die Fenster abgehauen. Das war, als unsere Klassenlehrer nicht da war. Wenn der nicht da war, sind die Leute eskaliert. Ja, gut. Warum nicht? Warum nicht? Aber Alter, der Raum muss doch gestunken haben bei 26 Dosen. Oder? Alter. Oder er hat keinen Bock auf seinen Job und hat gedacht, okay, Pflicht dafür, der Rest ist mir egal. So schön, dass musste ich arbeiten geschrieben. Das war's. Nee. Nee, Masuna. Aber ja, kann. Na gut, doch, ja, könnte eigentlich sein, weil. Es war halt eigentlich ein richtig lässiger Lehrer. Ich mochte ihn auch unheimlich gerne, so als Lehrer, aber. Ja. Das Problem war, hatte ich ja schon öfters erzählt. Durch Mobbing keinen Bock auf Schule gehabt. Und Projektwoche war halt das Schlimmste. Du musstest in Gruppenarbeit mit anderen Schülern, die dich nicht leiden können, die dich fertig machen, zusammenarbeiten. No way bin ich dabei, als wenn ich da mitmache. Ich habe mich dann tatsächlich einfach zu Hause hingesetzt. Ich habe dann irgendwann, ich glaube, das waren dann die Jahre danach, eine Projektwoche hatte ich mitgemacht, die war aber cool. Aber ansonsten habe ich Projektwochen nie mitgemacht und habe auch zu meiner Mutter immer gesagt, Mama, kannst du mir eine Entschuldigung schreiben? Ich habe keinen Bock. Ja, komm, mach. Bleib zu Hause. Ja. War vielleicht auch nicht korrekt von ihr. Sie hätte mich wahrscheinlich einfach hinficken sollen, aber für mich in dem Moment war es halt einfach gut. Weil, ne? Schule. Hab's Gas. So tired of all this shit. Aber wie gesagt, in der 9. hatte ich dann ja endlich mal meine Klappe aufgemacht und die 10. 10. war das geilste Jahr überhaupt. Ohne Witz, da hat Schule endlich mal Spaß gemacht. Da war ich tatsächlich traurig, dass ich dann nicht nur die 11. und 12. da gemacht habe. War ich tatsächlich ein bisschen sad. Aber nur ein bisschen. Sonst war ich tatsächlich auch froh, dass ich da. Dass ich die Schule nie wieder von innen sehen muss. How am I gonna get myself out of this mess? Let me out of here. But I'm not illegal. I'm a sovereign citizen. Die Schwede hat sich seine Tür und seine Toxin in den USA. Ja, ne? Siehst du, was doch geworden ist? Ah. Ist keine Ahnung, da war der Rest des Tages nicht mehr mit Unterricht. Oh. Ich glaub's dir, Iron. Ich glaub's dir. Ich meine, ich weiß, wie es ist, wenn frisches morgens Deo sprüht. Und das finde ich teilweise schon hart. Weil er beschwert sich immer über meine, ne, wenn ich Deo sprühe. Aber er ist besser. Boah, ey. Und wenn du da morgens mal in dieses Badezimmer kommst, denkst du, boah, okay, Wand, ich gehe doch erst spät aufs Klo. Das ist manchmal echt furchtbar. Ich glaube, ich bin. Also, wir nehmen es da, glaube ich, beide echt nichts. Okay. Hope Daniel doesn't freak out in here.
No, shit. Wieso bin ich jetzt so nah an dem... Coffee's gonna make me feel so much okay. better. Wollen Sie was wissen? Wenn wir Bastian für den Weihnachtsschulmarkt hatten, war ich meist zu Hause, weil meine Mutter oft für die Schule gebastelt hatte. Jeez. So dass ich das gewählte Schüler mal mehr zu Hause sein durfte und mit meiner Mutter basteln durfte. Das war geil. Das glaube ich. Das glaube ich. Killing that officer in Seattle, assaulting a gas station clerk. Caught in another weird explosion at a pot farm in California. Then you join a religious commune in Nevada. Ich habe nichts getan! Which ends up burnt to the ground. And also vielleicht bei der Tankstelle. Not even halfway down the list. One of those things you could get away with. But not all that. It sounds crazy, but I can explain. Explain it to Agent Flores. She's on her way now. She spoke to your mother, who took responsibility for the church fire. She says a lot. Who cares? You don't have any proof. Don't drag her into this, okay? She's a good person. Hey, it's not up to me, kid. Listen. I feel sorry for you. I really do. But denying what you did will only make things ich worse. Ich habe nichts getan, außer das Ding in der Tankstelle. It wasn't my fault. All I did was try to survive. Yeah, I guess you did. You know, I read the report. You claim that Officer Matthew's death was an accident. So why didn't you wait for the police? Da haben sie meine Mitschüler immer drum geprügelt. Ich war immer safe zu Hause und durfte aussuchen, wer zu mir nach Hause mit durfte. Da waren die Mauer dann immer so klein mit Hut. Wir haben die dann gebettet. Oh, das glaube ich. Ist aber geil, ne? Wenn dann die Mauer so ganz klein sind und sagt, ja bitte, bitte, darf ich? Und man dann selber sagen kann, nope. Du. Nicht. Erste Regel bei Führen, schweigen und Anwalt verlangen. Ja, ich kann hier nicht schweigen. Das steht ja leider nicht zur Auswahl. Ja, das Witzige ist, es ist eh egal. Ich will schon die ganze Zeit ehrlich sein. Ich kann ja nicht. Ich würde das Ganze ja gerne aufklären. Ich würde ja gerne meinem Bruder die Schuld geben. Aber ich krieg diese Auswahl nicht. Weil es einfach nicht geht. Das Problem ist, es vergeht halt auch keine Zeit. Ich muss ja irgendwas wählen. No one would have believed what happened. We didn't either. Well, it's too late now. Your case is filled to the brim with evidence. Good news is... Sachen, die ich nicht getan habe, immer noch. Da haben wir es. Er ist zu jung, um angeklagt zu werden. Wären wir von Anfang an ehrlich gewesen und nicht abgehauen. Von Anfang an gesagt. At least he'll get nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich weiß, was gleich kommt. Oh nein, oh nein, oh nein. What I don't get is how two kids can destroy so much stuff. Nein. I mean, anywhere you went, something blew up. Yeah. Seriously. Yeah. How? Yeah. Danke, würde ich gerne erklären. Wir sind. Ja. Ey, komm, was sind das bitte für. So, aber kleiner Aaron geht jetzt ins Bettchen. Morgen muss ich wieder früh hoch. Mach das, Aaron. Und danke, dass du da warst. Und dir morgen einen schönen Tag. Ich muss aber auch morgen früh raus, tatsächlich. Those were just random accidents. Yeah, it's crazy, but it just happens around us. Das andere wäre halt genauso scheiße. Can't explain it. Listen. Once is an accident. Yeah. Twice is luck. Yeah. Three times
is enemy action. Whoa! Schuss. What is that? Sir? I don't think you should... Keep your ass in that seat. Sean! You okay? How do you feel? I'm okay. Just a little headache. Hold on. Und er fragt sich echt, warum jedes Mal alles in die Luft geht. Is he okay? I wanted to rescue you, but I had to use my power. I didn't want to hurt him. He's okay. Don't worry. Yeah, what's then? Well, Carla and Diego. They came all the way from Mexico. And got thrown in jail for it. As for, he's out for the count. Hmm. Mensch, Junge, hast du gute Arbeit geleistet. Hands up! Do not move! Wait, Sean. Stay back, Daniel. Let me think. Sean, what do I do? Quick, I gotta find something to stop them. The muck, dude. Don't stand Fuck. Now. They're dangerous. Be careful. The chair. We will shoot if we need to. What's going on? Es wird nichts. Okay, what the fuck? Do not move. Ich tue nichts. Don't do anything stupid, kid. I'm scared. Throw that locker. Oh, das geht schief. Ja, ich weiß. Das war auch eigentlich eher gerade ein Unfall. Let's bail. Ich hab alles einfach nicht hingekriegt. Ich war zu blöd. Oh shit, is still here. Finally, good news. Wer ist ein Terrorist? Your backpack is in there, Sean. Go get it. Hey, let me open this. Oh, komm schon, ich wollte noch einen Schlüssel suchen. Junge. I'll be right back. Okay, but be quick. After this, you're not gonna hunt shit anymore. They must really feel threatened to put so much effort into this. Bet it belongs to one of these trigger happy people. Pretty good memory. From a pretty bad place. Mm-hmm. Come on, Sean! We gotta go! We would be so dead if we didn't have Daniel's power. I hate. Wir sind so tot, wir sind so super tot. Wir sind tot, so super tot. Take it out, Daniel. Oh, wir sind so tot, so super, super tot. Weißt du, er könnte eigentlich mit seiner Kraft so viel Gutes tun, ne? Was tun wir? Wir tun eigentlich nur böse Dinge. Hurry, Sean! Ja! Das Schlimmste ist... Wahrscheinlich wird mir die letzte Entscheidung sowieso abgenommen. Weil ich weiß, welche Entscheidung ich das letzte Mal getroffen habe. Und ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, nur zwei Möglichkeiten. Und ich glaube, es wird auf das Gleiche hinauslaufen. Also, ich werde dann das gegenteilige Ende nehmen. Logischerweise. Damit ich das andere Ende sehe. Von 7. Ich weiß aber nicht, ob das, was ich gesehen habe, ein wirkliches Happy End war. Yeah. Und ich glaube, ein Ende habe ich verkackt, weil ich ja nicht besonders nett zu Daniel war. Deswegen werde ich das eine Ende wahrscheinlich verkackt haben.
Sean. It's the 4th of July. Yeah. Our first one without Dad. You're right. Remember how he was so in the fireworks every year? He always made us go too early so we could get a good spot. I know. He is so corny. He said he was proud to live in his country. Und schon wieder. Dann sucht mal euer Loch. Shit. Ja, ich werfe wohl das Gegenteil von dem nehmen, was ich beim letzten Mal hatte. Sean, what are we gonna do? Sean! Sean here! Ich weiß, dass ich lieber das andere Ende will. Ich wage es bis jetzt doch zu bezweifeln, dass es 7 Enden gibt. In Seattle. The date Dad was shot. I think about it every day. Aber doch, 2 Versionen sind noch möglich. To change what also je nachdem. But I can't. Will ich das eine oder das andere? I'm sorry for my mistakes. I tried my best. I swear. Sean. I'm so proud of you, Anano. Just like Dad would be. Ich bin nicht stolz auf ihn. But you can make your own rules now. If we surrender, nein. They will separate us, Dad. Nein. And if that happens, promise me that you will always do the right thing, okay? Don't waste your power. Be smart, like you already are. Wie mir wird die Entscheidung gesagt? Separated. Whatever happens, always remember that you're Daniel Diaz. I hate promises. Ich finde, dass das nicht belangt werden kann. So, how does the story of the Wolf Brothers end? Ja, also. So, jetzt werde ich wahrscheinlich 2 Entscheidungen haben. Ja. So. Wenn das wie ein Mensch geschieht, am liebsten. Da ich mich ja nur zwischen dem einen und dem anderen entscheiden kann. Ich habe mich beim letzten Mal gestellt. Das heißt, wir müssen die Grenze überqueren, weil ich ja wissen will, wie das andere Ende ist. Ich glaube, beim Überqueren der Grenze gibt es 2 Varianten, die eintreffen könnten. Ich sage sie wobeißlich nicht aus Spoilergründen. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich mich gestellt. Das wäre wahrscheinlich im Vergleich zu dem, was gleich kommt, das bessere Ende. Aber egal. Komm, gib ihm. Controller. Danke. Es spricht gegen alles, was ich die ganze Zeit gemacht habe, aber ich will es wissen. What? Komm. You sure? Nein, bin ich nicht. Mach. Trust me. Okay? Just get us through.
Ich ahne, welches Ende kommen wird. Alter, mach! Okay, vielleicht gibt es auch noch eine dritte Variante, und zwar wir sterben. Ich bin mit dem Ende überhaupt nicht zufrieden. Ich hab's doch geschafft. Es wird tatsächlich das Ende. Hätte ich nicht gedacht. I hope you'll be happy in Mexico. Hätte ich nicht gedacht, dass es das wird. Okay, dann habe ich doch mein Wunschende. Ja. Entschuldigung. Dann habe ich tatsächlich mein Wunschende. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Das klappt nämlich nur, wenn man die ganze Zeit versucht, einen guten Einfluss auf ihn zu bewirken. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Echt nicht. Ich dachte, wir gehen beide rüber. Geil. Das ist nicht theoretisch. Ich hätte er den nicht angegriffen, ja. Ja gut, dann wären wir aber nicht durchgekommen, ne? Die denkt sich jetzt so, scheiße, verdammt. Das nächste Mal stehen wir mit einem Panzer hier. Aber eigentlich wie unlogisch, weißt du? Wir versuchen die ganze Zeit den kleinen Bruder zu retten und fahren einfach weiter. Aber wir sind sie los. Oh nein, er lebt bei den Großeltern, okay. Hätte ihn nicht gedacht. Hat er in Mexiko auf und dann wird die USA eingenommen. Der hat keine schöne Kindheit für dich. Nein. Naja, wie gesagt, wir sind hier los. Wir sind ihn los. 2019. Sind die Tragödie im See dank Wunder. Ah ja, dank Wunder. Ein Bewohner von Beaver Creek reiche Petition für die Reparatur der Straße am See ein. Ach, ist das unsere Mutter? Scheinbar, ne? So, Danny muss die Knacke aushalten. Du machst Karriere in Mexiko mit Drogen, Korruption und Frauen. Ich sag mal so, es klingt besser, dass wir ihn los sind. 2023, das ist nächstes Jahr! Weißt du, warum hat er eigentlich das coole Ende verdient? Ne? So richtig schön glücklich, ne? Happy Family. Wer weiß, was ich erlebt habe. Vielleicht sitze ich jetzt doch im Knast. Butterbeer für Snape. Hallöchen. Ich weiß, was passiert wäre, wenn ich mich gestellt hätte. Das mit dem Stellen kenne ich schon. Ich kenne das Ende hier tatsächlich noch gar nicht. Das ist mein zweiter Run tatsächlich gewesen. Deswegen finde ich es halt einfach gerade interessant, das Ende zu sehen. Weil ich weiß halt, was passiert wäre, wenn wir uns gestellt hätten. Wobei es da wahrscheinlich auch zwei Varianten gegeben hätte. Ja. Konsole! Und dann hat er das Haus geerbt. Ganz schön groß geworden, der Kerl. Beim ersten Ende hatte ich, wo der große Bruder in den Knast gegangen ist. Also da habe ich mich gestellt, bin in den Knast gegangen.
und hab nach Jahren dann Bruder und ich glaube, es war die Mutter wieder gesehen. Ich meine, es war die Mutter. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, Masuna. Ich habe tatsächlich gerade nicht so auf die Konsole selbst geachtet. Ich habe gesehen, ah, Konsole. Daniel ist bei Mr. und Mrs. Reynolds. Ah, ja. Nein! Nein, wir haben sie wieder getroffen. Wie geil. Oh mein, vor allem, wir haben halt auch einfach ein geiles Leben. Wir haben Ding ist wieder getroffen, wie geil. Ich überlege gerade nochmal, wie sie heißt. Sie hat Karriere gemacht. Ja, zumindest Frau hat er. Wenn sie zusammen sein sollten. Ohne Witz, ich habe tatsächlich zwei coole Enden gekriegt gehabt. Insgesamt, wie ich es jetzt gespielt habe. Das ist erstaunlich. Als das schönste Ende, die du beim ersten Durchlauf bekommen hast. Ja. Also ich fand es tatsächlich gar nicht mal so übel. Ich reg zwar der kleinen Bruder da auf, wobei... Ja, es geht ja sogar. Das Ende ist halt echt cool. Der hat da nicht erst am Sand reingepackt. What the fuck? Ernsthaft? Sand? Ja gut, warum nicht? Ich habe aus dem Urlaub auch schon mal Sand mitgebracht. Ich würde es jetzt zwar vielleicht nicht unbedingt verschicken, aber why not? Moralisch auch sehr gut. Wenn man sich der Polizei stellt. Ja, ich am liebsten hätte ich mich halt eben auch gestellt, weil ich habe oder versuche ja immer bei Life is Strange alles so zu wählen, wie ich es selber halt machen würde. Ja, nur da ich ja diesmal ein anderes Ende wollte, weil ich nur eins bisher kenne und ich es mir auch auf YouTube nicht angeguckt habe, wohlweislich, ne? Dachte ich, komm, müssen wir das halt mal machen. Und ich weiß, dass bei der Überfahrt, wenn man halt sagt, er soll seine Macht einsetzen, dass auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, also zwei Dinge möglich sind. Entweder bleibt er im Auto oder er bleibt nicht im Auto. Und mich hat es halt mega gewundert, dass er aus dem Auto rausgesprungen ist. Weil damit habe ich nicht gerechnet. Weil ich eigentlich alles versucht habe, dass der Kleine, also ne, das war so ein bisschen auf eine Distanz gegangen bin mit dem Bruder. Weil ich den Bruder halt nicht mag. Also überhaupt nicht. Und deswegen wundert mich das so, dass ich es ne? Nee, die unmoralischen Enden habe ich noch gar nicht gesehen. Ich kenne die noch gar nicht. Die kenne ich noch gar nicht. Ich habe es versucht. Ich habe, ohne Witz, ich habe es versucht dieses Mal. Das kann ich dafür. Ich bin wohl doch zu moralisch dafür. Weil es gab halt so manche Sachen, da konnte ich mich einfach nicht anders entscheiden. Das wollte ich einfach nicht. Ich habe ja vieles tatsächlich auch den Chat entscheiden lassen. Es gab, glaube ich, nur drei oder vier Entscheidungen, die ich dann wirklich selbst für mich getroffen habe. Ich glaube, bei einem war... Das war, glaube ich, auch relativ am Anfang, da war noch gar nicht so viel los. So, dass ich dann halt gesagt habe, komm, ne, das finde ich besser, machen wir das. Tja. Mich wundert es echt, dass ich so ein Ende jetzt gekriegt habe. Ich dachte echt, es endet anders wieder. Deswegen. Ja. Aber das ist ein bisschen schwierig. Es liegt allgemein ein bisschen an Life is Strange 2. Den ersten und Before the Storm habe ich mega gefeiert, liebe ich über alles. Und hallo Hybrid und danke für die 50 gejauerten Bits. Beim zweiten ist halt, ich finde, die Musik ist unglaublich schön. Auch die Orte, wo wir hinkommen, unglaublich schön. Die Nebencharaktere auch. Den großen Bruder finde ich auch richtig toll. Der kleine Bruder regt mich teilweise so auf. Liegt vielleicht auch daran, dass ich die Art Kind nicht mag. Also ich komme mit der Art Kind überhaupt nicht klar, die halt
aufmüpfig sind, du sagst etwas und er tut es trotzdem. Egal, welche Entscheidung du irgendwie hinsichtlich ihm getroffen hast, er hat es halt dennoch irgendwo gemacht. Später am Ende dann so, ja, aber du hast doch gesagt, ja. Du hast es aber die drei Male davor halt auch nicht gemacht. Warum willst du es jetzt hinterfragen? Es ist halt, ich weiß nicht, der Kleine ist mir so unsympathisch. Das ist, wie gesagt, so die Art Kind. Das, nee. Damit komme ich nicht klar. Das waren so viele Momente, wo ich einfach nur gedacht habe, Junge, warum? Warum tust du es trotzdem? Ich habe doch gesagt, nein. Das, ich weiß nicht. Ansonsten ist das Spiel ja gar nicht mal so schlecht. Weil die Musik ist halt auch echt... Oh, ich liebe die Musik. Und allein die Nebencharaktere, die Großeltern. Ich liebe die Großeltern über alles. Selbst Karen, dass David Metzen mit drin ist, finde ich halt auch geil. Zumindest, ich glaube auch je nachdem, was bei dem ersten gewählt hat. Ich glaube, wenn man sagt, dass man Chloe nicht geopfert hat, dann oder die Stadt geopfert hat und nicht Chloe, ich glaube, dann gibt es ja nochmal eine andere Szene. Also die kenne ich zum Beispiel auch noch nicht. Müsste ich halt eigentlich auch irgendwann auch nochmal spielen. Aber wie gesagt, der Kleine ist Aufreger hoch 30. Das. Nee. Nee. Ich mag den leider einfach überhaupt nicht. Mir geht's gut, Herbert. Ich hab das Spiel durch. Wie geht's dir? Ist alles gut bei dir, kleiner Wolf? Aber das Gute ist, wir können jetzt am Donnerstag dann True Colors anfangen. Ihr könnt Donnerstag True Colors spielen. Endlich. Ich kenne das noch nicht. Bin gespannt. Bin sehr, sehr gespannt. Doch, es fehlt einfach von dem Kind nicht zu viel erwarten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon Kinder in dem Alter kenne, gekannt habe, oder als es vielleicht auch mit mir selbst verglichen habe, wie ich mit 9 war. Vielleicht war ich, ohne Witz, vielleicht war ich auch einfach zu artig als Kind. Das Thema hatten wir vorhin halt. Ich habe halt einfach nicht Scheiße gebaut. Ich habe einfach nichts gemacht. Wenn es hieß, kletter da nicht drauf, bin ich da nicht drauf geklettert. Ich kann mal sowieso nicht drauf. Ich habe als Kind noch nicht mal eine heiße Herdplatte angefasst. Ohne Witz, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man auf eine heiße Herdplatte fasst. Keine Ahnung. Das sollte nicht gemacht. Gut, beim Ofen passiert es, aber eine heiße Herdplatte habe ich bis heute nicht angetatscht. Zumindest ich zack drauf. Also, ich weiß nicht, vielleicht, wie gesagt, vielleicht bin ich einfach zu artig gewesen. Keine Ahnung. Das Problem ist, meine Schwester ist halt auch vergleichbar mit Daniel. Ich liebe meine Schwester. So, weil sie nicht falsch verstehen, aber... Ja. Ja. Einfach ja. Ist auch so. Du sagst was, und es wird trotzdem gemacht. Und du denkst doch so... Kind! Aber sie ist auch deutlich jünger. Sie ist auch keine 9. Von daher. Aber ich kenne halt Kinder in dem Alter. Nein, ich war tatsächlich artig. Ich glaube, meine... Also zumindest was meine Eltern anging, Problemzeit... Laut denen war mit 12, 13. Also ich gehe halt auch immer davon aus, was man mir halt gesagt hat. Ich habe halt keine Scheiße gebaut. Ich habe ganz allein mit meinem Spielzeug gespielt, war glücklich. Gut, manchmal habe ich nicht aufgegessen, aber... Welches Kind isst immer alles auf? Aber ich habe halt eigentlich keine Scheiße gebaut. Selbst Erzählungen sind meistens langweilig. Wenn mein Großeltern mir erzählt hat, was ich als Kind gemacht habe. War nicht viel. Da waren Mutter und Onkels waren da schlimmer.
Türen kaputt gemacht. Spielzeug kaputt gemacht. Tapeten abgerissen. Das habe ich zum Beispiel alles nicht gemacht. Warum auch? Nicht, weil ich ein braves Kind habe, habe ich irgendwie ein bisschen Blödsinn gemacht. Ich halt gar nicht. Wenn, meistens mit meinem Großvater zusammen, aber das war halt Blödsinn machen mit meinem Großvater. Halt Späße treiben. Wenn er plötzlich mich erschreckt hat und ich ihn erschreckt habe. Aber das war halt nicht Sachen, die man halt nicht machen durfte, sondern Sachen aus Spaß. Wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwie... Als ich älter wurde, war dann aber mein eigenes Pech. Das war dann mein eigenes Pech. Im Erwachsenenalter. Heutzutage, da baue ich dir die Scheiße. Aber früher... Ich spule mal vor. Oh, hier kann er sehen. Ich glaube, ich war ein verdammt langweiliges Kind. Ich hatte sogar den Drang, meine Malbücher ordentlich auszumalen. Viele Kinder kriegen ja einfach nur drin rum. Ich habe tatsächlich immer versucht, so halbwegs ordentlich zu malen, wie es geht. Ich habe sogar immer mein Spielzeug aufgeräumt, wenn ich sollte. Ich hatte als Kind noch nicht mein unordentliches Zimmer. Das kam auch erst in der Teenagerzeit. Als man dann keine Lust mehr hatte, aufzuräumen. Also alle, ja, wirklich, so mit 12, 13. Ja, 12 ist... Ich bin komisch. Ich war ein komisches Kind. Komisch und so artig. Wie gesagt, ich habe sogar immer meine Hausaufgaben gemacht. Welches Kind macht immer seine Hausaufgaben? Ja gut, Leute, die super in der Schule sind vielleicht. War ich nun mal nicht. Also wirklich nicht. Du wolltest die Straßensperre durchbrechen und Danny hat zugestimmt. Nein. Hat sich geweigert. Yay. Du wolltest dich stellen und Danny hat zugestimmt. Das war... Weiß ich gar nicht mehr. Hatte ich das... Ich weiß gar nicht, hatte ich das erste oder hatte ich das... Also das dritte oder das vierte? Weiß gar nicht mehr. Ich hatte mich beim ersten Mal, wie gesagt, gestellt. Bin in den Knast gegangen. Du hast Danny beigebracht, den Regeln der Gesellschaft bestmöglich zu folgen. Ja, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich alles dafür getan, dass er es nicht tut. Du hast Danny beigebracht, zuerst an sich und seine Brüder zu denken. Das ist nicht ganz so gekommen, wie ich. Ich wollte ein anderes Ende. Aber trotzdem, das Ende ist. Ich dachte, das kommt jetzt so richtig knülledick. Du hast sie auf Schatzsuche begeben und das versteckte Souvenir gefunden. Ja, war jetzt auch nicht so schwer. Du bist Karen insgesamt näher gekommen. Jupp. Du hast Karen eine fürsorgliche Nachricht geschrieben. Versöhnliche, halbherzige, keine. Wer schickt denn? Du hast dich von Arthur und Danny verabschiedet. Ich habe mich von gar keinem verabschiedet. Du hast dich nicht von Joan verabschiedet. Du hast Karen zum Abschied umarmt. Wart ihr ja alle für. Du hast eingegriffen, um Diego in der Zelle zu beruhigen. Ja, natürlich. Du hast die Zelle des Paars nicht geöffnet. Das ging. Okay. Du hast die Militanten nicht befreit. Ja, natürlich nicht. Du hast den Militanten nicht wehgetan. Warum sollte ich? Du hast Danny gebeten, die Polizisten zu töten und aus dem Revier zu flüchten. Was wäre das denn für ein Ende geworden? Du hast Danny nicht gebeten, die Polizisten zu töten, um aus dem Revier zu flüchten. Nö. Danny wurde wegen dem Skorpion getadelt und hat ihn in Ruhe gelassen. Da hat ihn aber weiter gequält. Danny wurde wegen dem Skorpion nicht getadelt. Oh. Danny hat Joan eine Skulptur mit deiner Hilfe gebaut. Danny hat sich wegen Officer Campbells Verletzung Sorgen gemacht. Danny wurde nicht gebeten, die Zelle der Militanten zu öffnen. Musste auf den Hang ausgehen. Danny hat die Polizisten bewusstlos geschlagen. Danny wurde nicht gebeten, die Polizisten zu töten. Nö. Als wenn ich das machen würde.
glaube, das hätte ich tatsächlich überhaupt nicht gemacht. Yay! Ja, Sean habe ich gern begleitet. Jo. Ich würde gern zum Hauptmenü.